Und das ist Timo Boll, den kennen Sie mittlerweile. Die deutsche Hoffnung auf. Mitte und quasi parallel dazu wurde Schlager immer stärker. Schlager, der wohl der gewiefteste Taktiker auf der Tischtenniswelt ist. Im Herbst und Schlager nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft von Paris. Der Österreich. Schätze einmal, 2000 dürften es heute sein bei diesen Achtelfinalspielen im Herreneinzel. Acht zu sehen. Einer der beiden wird der Gegner des Gewinners. Und zwei. Zuletzt zweimal gegenübergestanden in den Duellen zwischen dem TTV Gönnern und fairen Maßnahme versuchte das Spiel zu unterbrechen, zerstörte sich den Vorhandbelag, indem er den Ball war im Finale und gewann das Europa Top 12 schließlich dann auch zum zweiten Mal hintereinander. Starker Ball im ersten Satz. Ah, fantastisch. Frech. Einen großen Zeh gebrochen. Das Ganze war eigentlich einigermaßen ausgeheilt. Das lässt sich einfach nicht vermeiden. Das ist aber einfach ganz wichtig aus taktischer Sicht. Statt irgendwo geplant und berechnet. Europäer weiter, Wladimir Samson noch im Wettbewerb gegen Leung Chu Yan aus Hongkong. Und was für... Seit gut anderthalb Jahren sind die beiden ein Paar. Und man sagt, seit diesem Mal hin. Und 11 zu 6. Klasse geht. In den Geschichtsbüchern steht es so, Schlager der zweite Tischtennis-Weltmeister aus Österreich. Immer wieder die hochgeworfenen Aufschläge, die dann in die Vorhand von Boll gesetzt werden. Na also, internationalen Wettkämpfen, aber hier für Olympia ließ sich das nicht arrangieren. Gut gemacht. Und was für ein Ballwechsel! Und frech ist... Und er schafft es! Ein Vorhand-Topspin-Fehler von Werner Schlager bringt den Sieg für Timo Boll.